Hi, ich bin Martin von visuellergedanken.de und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr ganz einfach Sensorflecken von euren Fotos entfernen könnt. Ich gehöre nämlich zu den Leuten, die den Sensor oft nicht reinigen, weil ich einfach zu faul bin und auch immer ein bisschen Schiss habe, irgendwas kaputt zu machen. Und deswegen muss ich meistens dann in der Nachbearbeitung mich irgendwie um die Flecken kümmern. Und das mache ich in Lightroom 3. Und wie ich die ganz einfach entferne, das zeige ich euch heute. Ich habe hier ein Foto, was ich dieses Jahr in Italien gemacht habe und bin hier im Entwickeln-Panel. Wir wählen hier jetzt einfach mal das Bereichsreparaturwerkzeug aus mit einem Klick auf diesen Kreis oder einfach mit der Taste Q. Dann geht hier dieses kleine Fenster auf und seht den Kopierstempel und das Reparaturwerkzeug. Ich benutze immer das Reparaturwerkzeug, weil es einfach schön alles so zusammenrechnet, dass es nachher einfach gut aussieht. Das Kopierstempelwerkzeug kopiert einfach eine Ecke zur anderen und das funktioniert in vielen Fällen, aber nicht immer. Und mit dem Reparaturwerkzeug hatte ich bisher noch keine Probleme. Ich habe die Deckkraft immer auf 100, kann man ein bisschen mit rumspielen, manchmal ist auch ganz gut, vielleicht auf 92, 93, vielleicht 97, muss man gucken, ein bisschen runter zu gehen, aber ich habe so schon eigentlich immer sehr gute Ergebnisse. Dann zoomen wir hier einfach mal ran, an so einen Fleck und warten, bis es geladen hat. Schöne Beachball. So, jetzt können wir mit dem Mausrad einfach den Kreis hier auf die richtige Größe anpassen und dann wählen wir das aus, ziehen auf eine andere Fläche, die er nutzen soll, um das da reinzurechnen, lassen los und fertig ist die Sache schon. So, sieht man nichts mehr. Ich zoome auch nochmal raus. Perfekt. Nochmal einen kurzen Vorher-Nachher-Vergleich. Da ist der Fleck. Nochmal zurück. Beziehungsweise vorwärts. Und Fleck ist weg. Ja, und so kann ich das jetzt hier mit allen Flecken machen, bis das Bild vollkommen okay ist. Hier unten seht ihr übrigens die Werkzeugüberlagerung. Ich habe die auf Auto stehen. Das bedeutet, wenn ich in dem Bild bin, dann sehe ich, wo ich schon was gemacht habe, könnte hier den Kreis nochmal ein bisschen anpassen oder solche Sachen. Und gehe ich in die Paletten hier rüber, dann verschwinden die Kreise. Und das finde ich zum Arbeiten sehr, sehr angenehm. Es gibt hier noch ein paar andere Einstellungsmöglichkeiten. Müsst ihr gucken, ob das vielleicht eher was für euch ist. Immer bedeutet, die Kreise sind immer angezeigt. Das finde ich überhaupt nicht gut, weil dann, wenn man mal viele Sachen auf einer Ecke hat, dann blickt man einfach nicht mehr durch. Gewählt, dann ist nur der ausgewählt ist. Wird angezeigt, egal wo man mit der Maus ist. Und nie, dann sieht man gar nicht. Das ist zwar toll, um das Bild anzugucken und zu gucken, wo noch Sensorflecken sind, aber man hat halt auch keine Ahnung, wo man überhaupt mal was gemacht hat. Deswegen finde ich, Auto ist ein schöner Kompromiss zwischen beidem. Ja, das war es eigentlich auch schon. Und viel Spaß beim Sensorflecken entfernen. Ich kann nur sagen, es ist oft sehr nervig und vielleicht wäre es doch mal gut, den Sensor wirklich richtig zu reinigen. Man sagt ja auch immer schön, alles in der Kamera machen, was geht. Ne? Also dann, bis morgen wahrscheinlich. Tschüss!